Ich bin Werner Witschi. Vor 6 Jahren, im Rahmen meiner Arbeit als Elektroingenieur, bin ich durch ein Dach gefallen. Und seither bin ich gelähmt von TH12, also das ist der letzte Brustwirbel. Das ist etwa ab Bauchnabel. Prothesen gibt es schon seit sehr langer Zeit. Es waren dann vor allem immer Kriege in den letzten 200 Jahren, die dazu geführt haben, dass es einen Push in der Entwicklung gab von Prothesen. Sauerbruch hier in Zürich hat gemeinsam mit Stodola eine sehr moderne Armprothese entwickelt. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es erste Prothesen mit elektrischer, myografischer Anbindung. Das heißt, hier konnten Muskelaktivitäten gemessen werden, dank Elektroden auf der Haut und damit eine Prothese gesteuert werden. Man hat Regelungsstrukturen entwickelt, mit denen man besser den menschlichen Körper unterstützen, also bewegen kann im Alltag. Man kann glattere Bewegungen durchführen. Die Systeme können automatisch teilweise erkennen, was der Träger damit machen möchte. Und damit haben wir doch einige Meilensteine erreicht, wo der Einsatz von Orthesen und Prothesen jetzt immer mehr akzeptiert wird letztendlich. Prinzipiell kann man zwischen Prothesen und Orthesen unterscheiden. Dabei sind Prothesen Geräte oder Systeme, die verloren gegangene Funktionen oder Strukturen des Körpers komplett ersetzen. Und dagegen sind Orthesengeräte, die eine teilweise verloren gegangene Funktion nur unterstützen. Ein Exoskelett ist eine bestimmte Form von Orthese. Meistens meint man damit angetriebene Orthesen, also Stützapparate für die Beine oder auch für die Arme, die häufig mit Motoren ausgestattet sind. Seit ich gelähmt bin, bin ich natürlich auch interessiert, was im Umfeld von Erneuerungen von Hilfsmitteln passiert, wie da geforscht wird. Und da habe ich in Luzern an der Handicap-Messe das damalige Team vom Varilec kennengelernt. Die Leute haben noch Testpiloten gesucht, die mit diesem Prototypen hier auch gehen möchten. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Die Chance wollte ich mir nicht nehmen lassen.